Servus, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute mal die Olight Taschenlampe HR1 Nova vorstellen. Ist auch eine Stirnlampe. Wenn ihr Interesse habt, das anzuschauen, bleibt es einfach dran. So, geliefert wird die Olight H1R Nova in dieser Packung hier. 600 Lumen verspricht das. Hier sind die Zeiten drauf auf der Schachtel zu sehen, wie lange das die halten soll. Ich lese das mal kurz vor. Also der höchste Wert sind 180 Lumen bei 100 Minuten, 60 Lumen bei 5 Stunden, 15 Lumen, 20 Stunden, 2 Lumen, 5 Tage. Das verspricht, dass, also die Firma verspricht, dass der Akku so lange hält. Ja, also die Taschenlampe selber ist schön verarbeitet, also das Metall, wunderbar. Ein Gewicht von 51 Gramm circa, sehr leicht, hat hier einen Clip, Magnetaufladesystem. Und hier oben ist dann der Ein- und Ausschalter, wie man sieht, kann man dann länger gedrückt halten. Dann gibt es die verschiedenen Modis, zum Beispiel hier, wenn man, also dieser Modus ist so eingestellt, dass wenn man drauf drückt, bleibt die an, loslässt, geht sie aus. Kann man auch wieder umstellen. So, dann gibt es hier die verschiedenen Helligkeitsstufen. Die Leuchtreichweite sind 72 Meter und der Akku sind 650 mA. Dabei ist dann noch dieses Stirnband, also kann man zu einer Kopflampe umfunktionieren, indem dass man die hier einfach so reinschiebt. Finde ich eine prima Geschichte. Und dann ist noch dabei dieses kleine Samtsäckchen zum Aufbewahren der Teile. Finde ich super. Ist auch nicht billig, schön verarbeitet, gefällt mir ganz gut. Ja, mit dabei ist natürlich das Aufladekabel hier. Wie gesagt, mit Magnetclip. Schade ist nur, dass da kein Stecker, Netzstecker dabei ist. Kann man aber dann mit der Powerbank natürlich aufladen draußen. Halt andersrum, nicht kaputt machen hier. So, wenn die Taschenlampe leer wird, ist es rot und wenn sie aufgeladen ist, blinkt das Licht dann grün. So wie jetzt hier. Schon wieder leer? Nö. Gut, wunderbar. War wahrscheinlich nur, weil ich hier den Stecker reingepackt habe und das schon dran war, das Kabel. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie jetzt aufgeladen schon und deswegen leuchtet die LED hier grün. Tja, sonst gibt es da eigentlich nichts weiter zu sagen. Wie gesagt, ich finde es eigentlich eine schöne Sache. Was mich stört, ist einmal, dass bei dem Ladekabel kein Netzstecker dabei ist und dass die Lampe nicht über ein Rotlicht verfügt. Ja, das war's mit dem kleinen Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal wieder draußen in der Natur. Unten in der Infobox sind natürlich noch die Informationen und der Link zu der Taschenlampe drin. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Servus. Ciao.